Ich sah zufällig einen winzigen rothaarigen Klumpen, der in einer Pfütze in der Nähe der Garagen herumstocherte. Zuerst dachte ich, es sei ein Hamster. Aber als ich näher kam, erkannte ich, dass es ein sehr kleines Kätzchen war. Es passte in meine Handfläche. Es bestand aus nichts als Knochen und Ingwerflaum. Horden von Flöhen rannten um ihn herum und seine Augen waren mit Sekreten bedeckt. Mein Herz ging zu dem armen Geschöpf. Ohne zu zögern schöpfte ich ihn vorsichtig auf, sein zerbrechlicher Körper zitterte in meiner Handfläche. Ich wusste, dass ich ihn nicht dort lassen konnte. Ich beschloss, ihn mit nach Hause zu nehmen, obwohl ich keine Erfahrung mit der Pflege von Kätzchen hatte. Als ich das winzige, rothaarige Kätzchen in meinen Händen wiegte, konnte ich nicht anders, als ihm William zu nennen, wie ein Prinz. Es fühlte sich für einen kleinen Überlebenden wie ihn passend an. Das Erste, was ich tat, als ich ihn nach Hause brachte, war, ihm ein warmes Bad zu geben. Sein Zittern ließ allmählich nach, als ich sanft den Schmutz von seinem winzigen Körper wusch. Als Nächstes wischte ich mit einem weichen Tuch die Kruste von seinen Augen, wodurch zwei helle, wenn auch wässrige, blaue Augen enthüllt wurden, die mich mit einer Mischung aus Angst und Neugier ansahen. Es wurde deutlich, dass er schon lange nicht mehr richtig gegessen hatte. Ich bereitete ihm etwas Milchpulver zu und versuchte, ihn zu füttern. Zuerst hatte er Mühe, an der kleinen Flasche zu saugen, aber mit Geduld und Ausdauer begann er zu trinken, zuerst winzige Schlucke, dann gierig, als hätte er seit Ewigkeiten keine Milch mehr geschmeckt. In den nächsten Tagen bemerkte ich, dass Williams Zustand viel schlimmer war, als ich zunächst dachte. Seine Temperatur blieb gefährlich niedrig bei 34 Grad und er bewegte sich kaum. Es war, als hätte er keine Energie mehr, um etwas anderes zu tun, als ruhig zu liegen. Ich war voller Sorgen und Verzweiflung, nicht wissend, ob er die Nacht überstehen würde. Ich rief den Tierarzt an, der mir sagte, dass Williams schlechte Immunität wahrscheinlich eine Folge eines harten Starts ins Leben war. Ich bekam Anweisungen, wie ich ihn pflegen sollte, wie ich ihn warm halten sollte und wie ich ihm nach und nach feste Nahrung in seine Ernährung einführen sollte. Monate vergingen, und William und ich durchlebten gemeinsam viele Höhen und Tiefen. Ich pflegte ihn wieder gesund, kümmerte mich mit Liebe und Sorgfalt um seine Bedürfnisse. Sein winziger Körper wurde stärker und seine Persönlichkeit begann durchzuschimmern. Er war verspielt, schelmisch und voller endloser Liebe. Als die Monate zu Jahren wurden, verwandelte sich William von einem zerbrechlichen, verlassenen Kätzchen in eine lebendige und gesunde Katze. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.